Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlaggregat 12, 230 Volt, also 12, 24, 110 und 230 Volt mit Vorrangschaltung. Mit Kupplungen und der Temperaturbereich liegt im Kühlschrankbereich von plus 10 bis minus 2, 3 Grad. Also wenn jemand selber einen Kühlschrank bauen will, muss nicht unbedingt sein, oder irgendwo eine Kiste hat, die er kühlen muss, oder sonst irgendwie Anwendung. Diese Platte hier hat jetzt eine Abmessung von 350 x 250 breit und hat hier eine 1,5 Meter lange Leitung mit Kupplungen, die sind vorgefüllt, und da entferne ich diese Kunststoffkappen, montiert die zusammen, mit dem Schlüssel anziehen, das Kältemittel ist drin, und dann schließe ich den Thermostaten hier an, auf, das findet ihr im Katalog drin, und dann 12 Volt anschließen, plus und minus auf die Batterie, die Länge in Meter. Von der Batterie über Nebenschalter, Zwischenschalter, Hochschalter, Unterschalter sollte ein Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Das heißt, wenn ihr 3 Meter Leitung habt von der Batterie bis hierher, dann nehmt 4 Quadrat Kabel. Hier habe ich jetzt nur 2,5 Quadrat Kabel. Das heißt, dieses Kabel reicht etwa bis 2,5 Meter Abstand von hier Übersicherung, Hauptschalter bis zur Batterie. Zweitens habe ich hier, also ein Euro-Stecker, ein zweipoliger Stecker für 230 Volt, so eine normale Steckdose wie hier, einstecken, und dann habe ich hier Vorrangschaltung 230 Volt. Das heißt, wenn beide Kabel angeschlossen werden, hier auf 12 Volt, hier im Netzstrom, ich bin im Wohnmobil oder im Boot unterwegs, sobald ich am Boot Landstrom habe, einstecke, schaltet hier das Gerät um, trennt das 12 Volt weg und bezieht den Strom ab 230 Volt. Sobald ihr den Stecker wieder rauszieht, schaltet es wieder um auf 12 Volt mit einer kleinen Verzögerung von 20 bis 68 Sekunden, je nachdem, wo er abschaltet. Aber in der Regel wird das gar nicht bemerkt, wenn der Kühlschrank mal eine Minute nicht läuft. Der Thermostat, das ist ein einfaches Gehäuse, das wird irgendwo im Kühlschrank montiert oder außerhalb vom Kühlschrank, aber dieser Fühler hier, der muss an die Platte. Der misst die Plattentemperatur, und durch das ergibt sich dann die Kühlschranktemperatur im Innenbereich. Es gibt optional die Möglichkeit, dass man Raumthermostaten einsetzt, aber da ist dann, die sind teurer, und zum Bier kalt zu kriegen, reicht das noch lange, alle Weile. Da habe ich hier noch Befestigungsmaterial für die Sonden und die Verdampfer. Ja, das wäre dann alles. Noch ein bisschen Werbung dabei, Elektroschema. Und hier ist das Tippenschild von diesem Kühlschrank. Und der läuft jetzt auf 12, 24, 230 Volt. Er wird aber auch 210 Volt funktionieren. Das gleiche Kühlaggregat gibt es auch nur mit der 12 Volt Steuerung. Das heißt, dass das Kühlaggregat nur 12 oder 24 Volt läuft. Dann ist es einfach ein Stück günstiger. Wenn ihr keine Vorrangschaltung auf 230 Volt braucht, das gibt zum Beispiel Boote, die sagen, ich habe ein Ladegerät drin, das läuft, wenn ich am Land bin, da wird die Batterie vollgeladen, und dann brauche ich keinen 230 Volt Betrieb. Vom Kältemittel ist immer noch R134 drin. Für die meisten Anwendungen, die so ein Aggregat eingebaut wird, ist das immer noch aktuell erlaubt, also 2023 sicher noch. Wenn es dann 2024 wird,
wissen wir noch nicht. Wir planen da sehr kurzfristig voraus. Es ist auch ein Thema, ich habe so ein Teil an der Solaranlage, da wissen wir momentan auch nicht Bescheid. Ist jetzt in Deutschland zum Beispiel 0% Mehrwertsteuer oder 19% Mehrwertsteuer, da halten wir uns dran. Wir verlangen die 19% Mehrwertsteuer und wenn es dann so wäre, würden wir die zurückvergüten. Weil momentan das Gesetz gibt was raus, ist absolut nicht klar, wie es geregelt ist. Ja, das ist dieses einfache Kühlaggregat bis 120 Liter Volumen, also ein normaler Kühlschrank. Hier gibt es dann größere Platten, runde Platten und so weiter. Ich habe im Video beschrieben, also oder unter YouTube gebt ihr ein Wemo und dann Verdampfer. Da kommen all diese Platten, was da alles an verschiedenen Plattengrößen möglich ist. Weiter unten im Katalog, im Beschrieb habe ich den Katalog verlinkt. Und ein bisschen größeres Aggregat verlinke ich euch hier. Und ich wünsche euch hiermit einen schönen Tag.